Atommüll. Neben den großen Risiken der Stromproduktion gibt es bei der Atomkraft noch ein weiteres erhebliches Problem: den hochradioaktiven Atommüll, der sich immer weiter anhäuft. Ähnlich wie bei einer Batterie ist doch jeder Uranbrennstab irgendwann einmal am Ende. Allerdings kann er danach nicht einfach weggeworfen werden, da er wegen seiner Strahlung extrem gefährlich ist. Neben abgebrannten Brennelementen aus Kernkraftwerken und Abfällen aus der Wiederaufarbeitung, die den meist beachteten, aber von der Stoffmenge her geringsten Teil der radioaktiven Abfälle ausmachen, gehören zu diesen auch alle Materialien, die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen in Kernkraftwerken, Medizin, Industrie und Forschung kontaminiert oder durch Neutronenstrahlung aktiviert wurden und die nicht wiederverwertbar sind. Dies umfasst eine breite Palette von Materialien, zum Beispiel Spritzen und Kanülen aus der Nuklearmedizin, Putzlappen, Betonschutt aus Umbaumaßnahmen und viele weitere Materialien und Substanzen. Prinzipiell kann alles, was in einem Betrieb, in dem mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird, zu radioaktivem Abfall werden. Und jetzt stellt sich die Frage, wohin mit dem Atommüll? Natürlich möchte kein Land den radioaktiven Abfall in seinem eigenen Land deponieren, sondern verschifft ihn an entlegene Küstengebiete Afrikas oder nach Sibirien. Die Entsorgungsmöglichkeiten. Neben den Standardverfahren, wie zum Beispiel Konditionierung und Entlagerung, gibt es auch noch andere, weniger bekannte Methoden, Atommüll zu entsorgen. Die Transmutation. Die Alchemisten des Mittelalters verstanden unter der Transmutation die erhoffte Herstellung von Gold aus unedlen Metallen. Wie wir heute wissen, ist dieses auf chemischem Wege nicht möglich. Eine Umwandlung von Uran in andere chemische Elemente findet bei der Energieerzeugung in Kernkraftwerken statt. Die dabei entstehenden Stoffe sind radioaktiver Abfall. Dessen Radioaktivität fällt zwar bereits nach 24 Stunden auf rund ein Zehntel des Ausgangsniveaus ab, aber der Rest macht Ärger, weil langlebige Komponenten übrig bleiben. Diese sind zum Teil über viele Jahrtausende hin so radioaktiv, dass sie in ein Endlager müssen. Hier setzt der Gedanke der Transmutation an. Werden nämlich die langlebigen Komponenten gezielt aus dem Atommüll herausgeholt und wiederum Kernumwandlungsprozessen unterzogen, lassen sie sich in kurzlebige sowie einen Rest langlebiger radioaktiver Stoffe umwandeln. Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis praktisch keine langlebigen radioaktiven Komponenten mehr vorhanden sind. Somit könnte die Zeit der kontrollierten Entlagerung verringert werden. Die hierfür erforderlichen Prozesse sind im Prinzip bekannt. Die Probleme liegen hauptsächlich bei der technischen und wirtschaftlichen Umsetzung. International hat die Forschung und Entwicklung hierzu bereits begonnen. Die Entsorgung im Weltall. Warum schicken wir unseren radioaktiven Abfall nicht einfach ins Weltall? Klingt doch eigentlich ganz simpel, oder? Wir beladen einfach eine Rakete mit dem gesamten Müll, schießen diese anschließend in Richtung Sonne und schon sind all unsere Probleme wortwörtlich wie vom Erdboden verschluckt. Aber ganz so einfach ist doch dieses Verfahren nicht. Neben den enormen Kosten, die eine derartige Entsorgung mit sich bringen würde, spielt auch die Gefahr, die ein Fehlstart mit sich bringen würde, eine große Rolle. Durch die Freisetzung der radioaktiven Fracht auf der Erde oder durch das Verglühen in der Atmosphäre wäre eine großflächige Kontamination die Folge. Gefahren und Skandale. Die kirgisische Stadt Malyusu ist umgeben von 36 nicht gesicherten Lagern von Uranabfällen und zählt zu den 10 am schlimmsten verseuchten Gegenden der Erde. Seit mindestens 2009 droht der Abrutsch von 180.000 Kubikmetern Uranschlamm in einen Fluss, wodurch das Trinkwasser in Kirgisistan und Usbekistan radioaktiv verseucht würde. Im Oktober 2009 wurde bekannt, dass Frankreich seit den 90er Jahren heimlich einen Teil seines Atommülls nach Sibirien verschifft. In der Stadt Seversk, in der mehr als 100.000 Menschen leben, lagern knapp 13% des französischen radioaktiven Abfalls in Containern unter freiem Himmel auf einem Parkplatz. Im September 2009 wurden 28 Kilometer vor der Küste Süditaliens das Wrack eines 110 Meter langen Frachters mit 120 Behältern Atommüll an Bord entdeckt. Damit wurde der seit Jahrzehnten bestehende Verdacht bestätigt, dass die italienische Mafia Giftmüll im Mittelmeer entsorgt. Mindestens 32 Schiffe mit Gift und Atommüll sollen auf diese Weise in der Adria, dem Tyrrhenischen Meer, und vor der Küste Afrikas versenkt worden sein.
Im Jahr 1990 ist das Schiff Jolly Rosso an der Küste Kalabriens gestrandet. Die Ladung wurde nie identifiziert, jedoch vermutlich in der Nähe der Gemeinde Amantea illegal vergraben. Nachdem sich in den Folgejahren die Krebsfälle in der Region häuften, fanden Techniker in der Nähe die vermeintliche Schiffsladung und stellten dort erhöhte Radioaktivität und eine Erwärmung des Erdreichs um 6 Grad fest. Asse 2. 1967 wurde das Versuchsendlager Asse 2 in Niedersachsen als erstes unterirdisches Atomlager geöffnet. Angeblich zu Forschungszwecken wurde radioaktiver Müll in großen Mengen eingelagert. Asse 2 ist aber inzwischen zum Synonym für das ungelöste Endlagerproblem geworden, auch angesichts des jahrelangen Betrugs der Bürger. Der Statusbericht hat alle Befürchtungen der Bewohner rund um die Asse bestätigt. Der Betreiber der Schachtanlage ist seit Jahren unsachgemäß und ohne Genehmigung mit radioaktiven Abfällen umgegangen. Die Betreiber haben schon seit 1994 gewusst, dass sich in der Tiefe von 750 Meter kontaminierte Flüssigkeit befindet. Vertuscht wurde, dass seit Jahren unkontrolliert Wasser in die Salzstöcke eindringt und das Lager vom Einsturz bedroht ist. Dadurch könnte es zu einer Grundwasserverseuchung kommen. Die Atomwirtschaft demonstrierte mit dem Endlager Asse 2 klar, dass sie nicht einmal imstande ist, eine sichere Lagerung über 40 Jahre zu gewährleisten. Wie will man uns und künftige Generationen dann für 1 Million Jahre vom strahlenden Atommüll schützen? Kritik: Ein Umgang mit radioaktiven Abfällen wie jener der Franzosen oder auch anderen Staaten ist einfach verantwortungslos. Nehmen wir das Beispiel Frankreich. Dieses zeigt wieder einmal, wie egoistisch wir Menschen sind. Hauptsache, uns geht es gut. Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Was mit den rund 100.000 Menschen passiert, die der Gefahr des radioaktiven Abfalls ausgeliefert sind, interessiert doch keinen. Wir sollten uns lieber Gedanken dazu machen, wie wir die Probleme auf der Erde nachhaltig lösen und sie nicht einfach nur vor uns herschieben. Wer weiß, wo sonst noch überall Atommüll lagert, von dem niemand etwas weiß. Es könnte jeden von uns betreffen. Ohne großartig darüber nachzudenken, machen wir die Welt immer mehr zu unserem eigenen Gefängnis. Und irgendwann werden auch wir nicht mehr weglaufen können und die Augen verschließen, sondern müssen die Konsequenzen für unser Handeln tragen. Derzeit sind etwa 210 Kernkraftwerke mit rund 436 Reaktorblöcken in Betrieb. Bis zum Jahre 2050 müssen ca. 10.000 neue Atomkraftwerke erbaut werden, um 100% der fossilen Energie zu ersetzen. Jetzt stellen wir uns erst einmal vor, wie viel Müll die erzeugen.